Wir gucken einmal das neue Video von Clip Collector. Ich persönlich habe richtig Bock, ich gucke da ganz gerne mal rein. Eine Szene kenne ich schon, die er reinmachen wollte. Mal gucken, ob er es gemacht hat. Let's go. Wir fangen auf jeden Fall an mit Muri. Und das Video heißt, es kracht. Let's go. Ich auch ein Heimscheißer. Ich bin auch ein Heimscheißer, muss ich sagen. Ah ja, das hat er mir auch schon erzählt. Also ich fühle mich sehr unwohl, woanders zu scheißen, aber kann ich aber nachvollziehen, ne? Ich meine, bei euch ist es wahrscheinlich auch so, ne? Zum Beispiel auf der DM in Dortmund, es war so kritisch, ich muss... Ja, aber jetzt überleg mal. Also ich finde auf so Events, finde ich das generell immer so ein bisschen... Ja, keine Ahnung, die Toiletten sind immer so schmutzig, die können sich noch so viel Mühe geben, da gehen einfach dann tausende Menschen drauf und dann sind die irgendwann schmutzig und dann... Ja, keine Ahnung, ist ein bisschen ekelhaft irgendwie. Einfach gerade, wenn es so viele, viele männliche Teilnehmer sind, dann ist halt nachher immer einfach ekelhaft, ne? Gerade so scheißen. Ne? Ich musste auf die Toilette. Ich konnte nicht anders. Max. Ja. Ja, ich hab dich komplett vermisst, mein Freund. Willkommen zu diesem Video. Wir sind da. In Dortmund. Dortmund. So, die Obrigkeit gefunden hier in der Schlange. Moin, moin. Heute Top 20 drin. Das ist so ein random Format, also das... Hat er gerade Top 20? Gefunden hier in der Schlange. Moin, moin. Heute Top 20 drin. Das ist so, ach, ein random Format, ja. Also das kann man nicht predicten so. Wie seid ihr auf Tech Choices gekommen kurz? Also muss ich sagen, was ist das? Er hat's wirklich gemacht. Ich geh mal seid zurück. Ihr auf Tech Choices gekommen kurz? Also muss ich sagen, was ist das? Dazu muss ich sagen, ich habe halt gesagt, ich habe halt auf der YCS so alle Kameras gedodged. Ich habe halt keinen in der Kamera gesehen, ich habe in keine Kamera reingequatscht. Das hatte ich komplett vergessen. Alle da angekommen sind, ich quasi Nico gesehen hatte, eigentlich zu ihm wollte, dann gesehen habe, dass sie gefilmt haben und dann der gute Clip-Collector quasi davor stand und ich dann quasi zu ihm hin wollte und dann wieder zurückgelaufen bin. Ich bin sogar zweimal durchs Bild gelaufen, glaube ich, weil hier laufe ich quasi hin, hier sehe ich quasi, dass er filmt und dachte, okay, dann sprichst du jetzt nicht an. Da bin ich aber dann geradeaus weitergegangen, da habe ich es gesehen. Internationalen Kollegen getroffen, ja, da. Da waren wirklich viele international dabei, ne? Hier Yata, Yatalogt, wer nicht kennt, auf jeden Fall abchecken. Und Nash war ja auch da und ein paar andere Leute waren auch da. Ich glaube auch ein paar bekannte Leute einfach auch, ne? Richtig. Ich hab jetzt irgendwo vorhin Nash getroffen. Ich wollte jetzt hier nochmal vor die Kamera. Der war auf jeden Fall ein bisschen dabei. Den Joke musste bringen. Für alle, die es nicht wissen, Nash war auf jeden Fall nicht ganz her seiner Sinn, um das mal nett auszudrücken. Das ist der Goo. Aber auch der Raucheffekt, hier, der ist eigentlich ganz geil gemacht, weil das wirklich so aussieht, als würde er quasi mitten im Rauch stehen. Eigentlich ganz geil gemacht. Mit dem Monster. The man, the machine. Okay. Sag doch jetzt mal moin, Leute, guck mal, es geht nur um Social Media bei ihm, wir haben uns auch gar nicht getroffen. Ja, kenn ich aber auch. Immer connecten und im besten Fall bei der Kamera mit auch alles mitkriegen. Er ist auch zu nah an der Kamera dran. Geht so. Ich bin im Top gerade drin, ich hab schon gesehen, 55. Platz gerade. Hab mich ein bisschen erschreckt, weil ich dachte, nur die ersten 64, aber wir müssen ja doppelt so viele sein. Ja, also, für Top 64, ist wirklich nicht meine Stärke. Nee. Das Ruling mit Anti-Spell, das will ich, glaube ich, jetzt noch eine Weile verfolgen. Mach Meter. Was ist denn hier passiert? Was? Neues Clip-Collector-Video? Wirklich, ja, wichtiger Content. Ist ein wichtiger Content. Ist wie immer super geworden. Also ihr müsst das wirklich supporten. Ganz, ganz wichtiger Content. Ja, lass mal ein Abo da. Weil, wie gesagt, der schneidet den Scheißdreck am Handy. Mittlerweile nicht mehr, habe ich gehört. Ich habe gehört, mittlerweile auf dem Tablet. Man kennt dich aber nicht. Nein! Ja, that's me. Ja, das ist Clip Collector. Jetzt habt ihr ihn auch alle mal hier auf meinem Channel gesehen. Das ist der YouTube Clip Collector. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ja. Man hat schon übrigens erwähnt, das ist der Clip Collector. Wenn Nico herläuft, dann muss er damit rechnen, dass das passiert. Aber er hat keine Kohle für den Anwalt. Ja, das ist halt gut gemacht. Würde mich mal wundern, wie du das gemacht hast. Ich hätte es wahrscheinlich mit Photoshop gemacht, einfach das ein bisschen runtergezogen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie das Originalbild ausgesehen hat, deswegen kann ich jetzt nicht so sagen, wo er dies gemacht. Sieht aber auf jeden Fall ziemlich realistisch aus, auch wenn das natürlich extrem so, was mache ich hier aussieht. Wie gut kennst du dich mit Yu-Gi-Oh-Karten aus, von Skala 1 bis 10? Boah, mit Yu-Gi-Oh-Karten auskennen, ist das jetzt für die solide 7. Ich würde sagen, boah, so 8.
Die Frage ist halt, was er fragt, ne? Solide 7. Gefährliches Halbwissen nennen wir das. Na okay. Gut, dann, wie heißt diese Karte? Kleiner Wächter. Wichtig. Das hätte ich auch gewusst. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie heißt diese Karte? Bibor ist ein Pokémon. Ah! So, nächste Karte. Wie heißt diese Karte? Ich hab nie gesehen, diese Karte. Ich hab gesagt, solide 7, ne? Solide 7. Nie gesehen. Schneid das raus. Letzte Karte. Boah, der ist gottlos. Wenn ich das jetzt sage, muss es rausgeschnitten werden. Diese Karte habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Special Summon 3 Tank Tokens. What? Ich doch noch nie gesehen, diese Karte. Ist das überhaupt eine echte Karte oder ist das eine Anime-Karte? Ich schreibe es mir einfach. Ich noch nie gesehen. Die anderen Karten, würde ich sagen, können sein, dass ich schon mal irgendwo gesehen habe, aber die Karte kenne ich an sich nicht. Ja, und die Biene kenne ich halt, weil ich halt Beatrooper gespielt habe. Ja, wie viele Punkte hast du jetzt? Ich habe einen. Das ist eine solide 3 gewesen. Aber hey, Iman hat es auch geschafft, einen richtig zu haben. Oder anderthalb, wenn ich es richtig erinnere von den Fragen. Aber die Fragen waren einfacher, by the way. So, okay, also es ist im Prinzip 50-50, ob ich anfangen soll mit OnlyFans. Okay, 50-50, nur. Du musst aber dein sexy Bild auch ein bisschen zeigen, mein Freund. Ah, guck mal, da hat der Bizeps. Ja, dafür würde ich auch bezahlen. Dafür würde ich bezahlen. Baywatch. Was ist denn ein Baywatch? Achso, das sind die komischen harte Bademeister. Oder sein weichen Kern. Das Video wird sowas von demoderalisiert. Ja, es scheint schon ein funniger Typ zu sein. Ist ein Tempel. Ja, genau. Monster Rehab. Tempel, ja. Komm auf den Tempel an, würde ich sagen. Es freut mich ja, dass ihr Clips macht. Es freut mich wahnsinnig, dass ihr Clips macht. Okay. Ihr könnt gerne alles klippen, was ihr wollt, aber nicht immer Voice Cracks, okay? Nicht ja, das Voice fällt Cracks, aber unter alles. Okay, habt ihr mich verstanden? Es muss ernster werden. Ich zeige jetzt nochmal ganz kurz den. Und jetzt ein Voice Crack? Denn es gibt etwas, was ich euch versprochen. Digga, bitte nicht die Voice Cracks, bitte nicht. Aber der war auch mies. Der war richtig mies. Willkommen zurück. Zu einer neuen was geht? Folge. Hallo. Ryukan. Macht einem so ein bisschen Angst. Ja, langsam wird's creepy. Okay. Danke! Kontext. Ich mal so einen Pro-Player-Moment, wo ich kurz 5 Leute auseinandernehme. Ich will jetzt ja nicht fies sein, ne? Aber wer ist er? Kennt man den? So, muss man den kennen? Schreibt mal in die Kommentare. Ich habe den noch nie gesehen. Da liegt auch hier die Qualität jetzt AS, weil das man dann angezoomt hat. Ich bin halt einfach so ein fucking Noob, der von 5 Leuten auseinandergenommen wird. Ja, das Bild kennen einige vielleicht. Auch ohne die Angeköpfe. Ja! Guck mal, ich bin sogar so ein Boomer. Ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel das ist. Ist das Overwatch? Oder bin ich da jetzt komplett raus? Aus dem Grind. Game-Szene bin ich gar nicht drin. Also was jetzt so Online-Games angeht, die Leute spielen. Spiel wechseln. Ah, jetzt bin ich davor, ne? Ja, Joker, da bist du leider durch. Schade, schade. Aber das Spiel kenne ich, das ist Fortnite. Und wisst ihr, warum ich das weiß? Ich habe 2 Neffen, die spielen das. 1. Klasse, by the way. Nur so für die Zielgruppe. Oh, er hat einen Kill gemacht. Wow. Ich hab keine Der sah clean aus. Okay. Scheint wohl offensichtlich besonders gewesen zu sein. Immer schön verstecken hier. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das Spiel spielt, aber das sieht auf jeden Fall skillig aus. Ich meine, auf dem Interface sind wir persönlich auch viel zu viel drauf, aber das ist ein anderes Thema. Let's go. Jawohl. Epischer Sieg. Let's go. Für Fortnite. Das ist connected, Digga. Ja, das ist auch gerade zu meinem Gedanken. Ah, das war's schon. Kleinen Schmankerl hier zum Freitag, ne?